Jetzt kannst du ja erklären. Wenn man jetzt das Handrad betätigt, ja, kommt man zuerst mit der Kupplung an den Schleifpunkt. Ja. Und wenn man dann weiter dreht, wird der Gang eingelegt. Ach so. Kannst du? Ich habe jetzt das Wendegetriebe auf Mitte gestellt, ach so, dass ich mal demonstrieren kann. Ja. Ach so. Ach so, und dann drehst du praktisch zurück und die Kupplung wird wieder getrennt. Ja. Aha. Das ist jetzt die Bremse. Und genau, wenn du jetzt das Wendegetriebe auf rückwärts stellst, Bremse lösen.